Ja, hier ist wieder der Pump mit seinem Let's Play von Tomb Raider. Und zwar haben wir gerade die drei Schlüssel, wobei uns noch einer fehlt, geholt von, wer war es, Atlas, Thor und Neptun. Glück gehabt mit dem Sprung. Und es war. Fehlt uns jetzt noch ein Schlüssel. Und dann haben wir alle vier. Allerdings haben wir uns gedacht, holen wir erstmal hier die Uzi-Munition. Für unsere super nicht vorhandene Uzi. Toll. Und dann springen wir mal. So lange, bis sie da endlich mal greift. Weil sie hüpft ja immer ein bisschen weiter vorwärts. So. Und hier können wir jetzt dann zu dem letzten Typi Hansel, weiß ich nicht, wie er heißt. Demokles oder so. Kenne ich auch gar nicht von den Göttern her. Damokles. Aua. Aua, aua, aua. Ich will hier nicht lang. Also ganz gar nicht. Aber ich denke, das interessiert hier leider gerade kein. Komm, jetzt spring da drüber. So. Ach, da kann die gar nicht drüber. Oh. Hier ist schon mal nix. Das gefällt mir alles nicht. Und da oben hat man gerade ein Medipack gesehen. Auch wenn man das nicht sehen sollte. Oder hätte sehen sollen. Ja, wir springen erstmal runter. Warum auch immer, ne? So, wunderbar. Ja. Dann gehen wir mal schön hier an den Rand und ziehen uns hier hoch. Ah, natürlich ist hier doch kein Medipack. Doch da, wunderbar. Und Schrotflintenmunition für unsere tolle Schrotflinte. Nehmen wir natürlich auch mit. Ich meine, kann nicht schaden, es einfach mal zu haben. Okay, dann hoffen wir mal, was uns da jetzt nichts. Au! Ey! Hallo! Puh! Wie zur Hölle. Das gefällt mir aber gar nicht. Dann haben wir noch da einen Weg. Immerhin ziehen die uns keine Energie ab, wenn wir da gerade irgendwas am machen sind. Au! Ey! Ey, das ist ja mal voll unfair. Vor allem, weil die irgendwie durch Wände und Hasse nicht gesehen gehen. Ja, gut. Spiel laden. Aktuelle Position. Die zwei Miezekatzen haben wir ja getötet gehabt. Dann können wir uns da jetzt ja wieder hoch angeln. Auch wenn es ein bisschen doof ist, dann ist mir jetzt auch hier die tolle Uzi-Munition egal. Weil da habe ich jetzt keine Lust drauf. Eine Waffe, die ich eh wahrscheinlich nie kriegen werde. So. Und dann mal hoch da. Oder auch nicht.
Sehr gut, das hat ja geklappt. Dann können wir da auch wieder langlaufen. Wir müssten hier eigentlich schon einen Weg haben, wo wir prima langlaufen können. Ohne dass uns irgendwie ein Messer auch nur annähernd wehtun könnte. Ja, so nicht. So, ja, wunderbar. Die Tür geht auf, hier war nichts Besonderes. Bis auf dieser Schlüssel da halt, aber wegen dem sind wir auch gerade hier. Zack, holen wir das Medikit. Die Schrotflintenmunition können wir dann auch gleich holen. Aber erst nachdem wir hier das Medipack haben. So, wunderbar. Ja, wir springen einfach mal komplett hinunter. Au. Also das ist echt unfair. Ja. Sehr gut. Wenn wir langsam laufen, ist das Ganze doch schon ein bisschen angenehmer. So, ja. Nein. Nein. Ja. Aha, okay. Das wollte ich gar nicht. Aber ist ganz egal. Hauptsache, die Teile hier sind weg. Da komme ich jetzt natürlich nicht mehr durch. Und langsam laufen. Egal was ist, immer langsam. Ja. Wie auch immer. So. Immer schön alle auslösen. Ja, jetzt. Und da noch den auslösen. Das schmeckt mir gar nicht. Muss ich ja mal sagen. Aber es macht Spaß. Hihi. Okay, jetzt haben wir eigentlich den Weg abgeschlossen. Hier können wir dann nach unten. Hui. Das gefällt mir. Finde ich sehr gut. Solange jetzt nicht irgendwas kommt, was, weiß ich nicht, ein Stein, der einfach drauf, mich drauf fällt oder so. Ich glaube, hier habe ich mich einfach fallen gelassen. Das ging auch ganz prima. Perfekt. Dann fangen wir mal an. So, hier kommt der Schlüssel des... No. Och. Oh. Ja, der, das Tor. Sehr gut. Ja, Tür ist auf. Zumindest das. Der sieht ein bisschen goldfarben aus. Wird dann wahrscheinlich der sein. Dann haben wir den nächsten. Der ist etwas bronzefarben. Der Schlüssel des Atlas. Und der letzte Schlüssel, der Schlüssel des Neptun. Ganz unoffensichtlich der letzte.
So, Türen müssen sich natürlich auch nach außen öffnen. Das ist ganz wichtig. Wunderbar. Hui. St. Francis Folly. Innerhalb von 26 Minuten haben wir 20 Gegner und 9 Gegenstände gefunden. Dabei kein einziges Geheimnis. Ist mir relativ egal, Hauptsache ich habe das bestanden. Das war jetzt so ein Level mit Ärgernispotenzial. Okay. Etwas höhlenartig. Waffe bleibt mal gezogen. Man weiß ja nie, was einen hier so erwartet. Gut, dass ich nicht ins Wasser gesprungen bin. Ich denke, das Viech hätte mich sofort aufgefressen. Ah, wunderbar. Ich hoffe, das war jetzt auch der einzige. Und nicht, dass jetzt hier noch 10 andere Viecher drin sind. Ein Tempel. Das kann gut oder schlecht sein, dass wir da jetzt einen Tempel gefunden haben. Aber wir suchen erstmal noch den Boden ab. Okay. Na, nix. Tolle Sache. Und hier ist natürlich auch nichts. Gut, hätten wir uns das sparen können. Ja, klar. Kommt erstmal so ein blöder Tigger hier an. Och nö. Oh, da kann man ja auch lang. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man hier sogar stehen kann. Aber okay. So, wo ist Tigger Nummer 2? Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er direkt vor mir steht. Ja. Da kann Lara nicht stehen. Schade drum. Würde ich allerdings gerne, weil das hier sieht so aus, als könnte man da prima langen. So wird das nix. Schade, wie kommt man denn da jetzt hoch? Gar nicht wahrscheinlich. Ist einfach nur wieder irgendeine Lücke, um die Spieler zu verwirren. Egal, gehen wir in den Tempel rein. Voll zielsicher hier, so lalalala. Stürmen wir den Tempel. Oh, toller Tempel. Und hier schon Ende. Okay. Das war der Tempel. Ist hier mal nix, was wir hier irgendwie. Ja. Nur blöde Viechers. Die haben irgendwie verdammt viel Energie abziehen. Oh, toll. Nun gut, dann müssen wir jetzt wohl wirklich erstmal irgendwas finden, wo wir hier hoch können oder anderweitig irgendwie irgendwo lang. Da nach oben bringt nichts. Können hier außen rumlaufen. Und wieder 10 blöde Löwen auf uns hetzen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das macht einen guten Eindruck. Zack. Was will man mehr? Was will man bitte schön mehr? Ja, nicht gegen den Pfeiler laufen und nicht gegen die Wand. Das vielleicht, aber sonst.
Ja gut, ich werde mich jetzt dann da gleich da so langhangeln und dann gucken, dass ich da hinten auskomme. Allerdings werde ich das erst im nächsten Part machen, von daher sage ich mal bis später, der Pump.